Denn es gibt nach wie vor das Bajonett zu gewinnen, das M9 Bajonett. Und dann esse ich ganz viele Ambon-Kandos. Die Freundin sagt, schalt doch mal rum. Und man sagt, ich habe mich gerade angeguckt, geht denn. Und dann guckt man 4 Stunden lang so einen alten Western-Schinken. Häckchenes, was geht bei euch ab? Heute findet der erste 12-Stunden-Livestream statt. Der erste von diesen 2, die geplant sind. Wir haben uns für 2 12-Stunden-Streams entschieden und nicht wieder einen 24-Stunden-Livestream gemacht, um die Primetime abzudecken. Der erste wird heute stattfinden, und zwar ab 15 Uhr. Das heißt, ihr könnt natürlich jetzt den ganzen Samstag Spaß haben und für das Knife-Giveaway ganz viele Bubble-Dollar sammeln. Für alle, die sich jetzt fragen, Knife-Giveaway, Bubble-Dollar, was laberst du? Hier unten in der Videobeschreibung ist das Video verlinkt zum Knife-Giveaway, da ist alles nochmal erklärt. Denn es gibt nach wie vor das Bajonett zu gewinnen, das M9 Bajonett. Es ist noch Zeit, man kann noch zuschlagen beim Knife. Bezüglich der abendlichen Stream-Gestaltung, ich werde diesen langen Stream wie jedes Mal, diese großen Streams mit Big Wallin zusammenführen. Die Spieleliste ist im Moment folgender: Wir werden H1Z1 spielen, dieses King of the Kill oder wie es heißt. Wir werden CSGO spielen, wir werden Garry's Mod spielen, wir werden wahrscheinlich auch noch eine Runde Black Ops 2 spielen oder einen anderen COD-Teil, je nachdem, wonach uns eben gerade der Sinn steht. Es wird in diesem Stream auch wieder einige Skins geben, die direkt herausgehen. Ich weiß noch nicht, wie viele, ich muss noch ein paar aussuchen, aber es werden auch, wie gesagt, dann Live-Skins direkt rausgekloppt. Und natürlich wird es auch das ein oder andere Fear-Game geben. Fear-Game soll ja was Besonderes sein und nicht im Alltag. Ich muss da offen zugeben, dass ich bei meinen üblichen Streams Fehler gemacht habe, also dass ich die so oft früher gemacht habe, die Fear-Games, weil sie dadurch ihren Reiz verloren haben und dieses Besondere. Und wir werden einen riesigen Haufen Spaß haben. Der Boden blendet gerade voll. Und ich ziehe gerade Avocado. Fucking nice, dude. Ich will nämlich schon Avocado-Baum, habe ich. Und dann esse ich ganz viele Ambon-Kandos. Wie gesagt, um 15 Uhr geht's los. Heute, Samstag, auf Sonntag bis 3 Uhr morgens. Wir haben festgestellt, dass eben danach meistens tote Hose ist. Also bei unseren 2 24-stündigen Livestreams haben wir eben festgestellt, dass die Downtime, wer hätte es nicht erwartet, so ab 3 kommt. Von 3 bis um 9 meistens. Diese 6 Stunden sind für den Arsch. Für den Arsch ist ja natürlich extrem ausgedrückt. Wir hatten bereits beim ersten 24-Stunden-Stream 17 Leute, Minimum. Also die ganze Zeit über den gesamten Stream. Was gerade für uns damals riesig war, weil wir da ganz frisch angefangen haben mit Streaming. Also wir waren noch völlig unbekannt auf Twitch selbst. Und das war halt dann echt ein Wunder, dass wir trotzdem auch von 3 bis 9 Uhr immer so 17, 18 Leute hatten. Beim zweiten Stream hat sich Ähnliches gezeigt. Und deswegen dachten wir uns, warum rumquälen, ja, mit einer Zeit, wo die meisten eh abschalten und schlafen und nicht die restliche Zeit effektiv nutzen, und zwar zweimal abfarmen praktisch. 15 Uhr bis 3 Uhr morgens ist doch super Zeit, oder? Da kann zumindest jeder irgendwann mal zuschalten, ne? Und sich so ein bisschen reingucken. Dann natürlich nicht mehr ausschalten. Klar, wenn man sich erstmal reingeguckt hat, dann ist es ja vorbei. Kennt ja jeder. Die Freundin sagt, schalt doch mal rum. Und man sagt, ich habe mich gerade reingeguckt, geht denn. Und dann guckt man 4 Stunden lang so einen alten Western-Schinken. Western-Schinken, Western-Schinken. Gestern waren übrigens die 3 Wochen rum, die Twitch uns im Auge behalten wollte. Es kam noch keine E-Mail. Ich denke, ich werde sie möglicherweise in ein paar Tagen, wenn nichts kommt, einfach kontaktieren und fragen, wie es aussieht. An der Stelle will ich auch nochmal sagen, hab bitte keine allzu großen Hoffnungen bezüglich der Subscription-Geschichte, also wegen Twitch-Partnerschaft und so. Wir sind einfach noch sehr, sehr klein. Also ist ja wirklich ein Wunder, wenn wir die Twitch-Partnerschaft jetzt schon bekommen würden, aus Gründen, die ich auch jetzt nicht ganz nachvollziehe. Also ich meine, klar, ich bin der beste Streamer der Welt, das ist ja schon mal logisch. Und das ist ja eigentlich auch Grund genug. Aber es gibt da diverse Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Scheiße, scheiße, ne? Scheiße, ne? Nichtsdestotrotz haben wir insgesamt schon sehr, sehr viel erreicht als Community. Also nicht nur auf Twitch, sondern auch auf YouTube. Die Steam-Gruppe wird ultra voll. Wir haben mit 630 Leute oder sowas eine Steam-Gruppe. Die Facebook-Fanpage wird immer voller, da sind es bald 400. Wir werden immer mehr. Der Dumbabla-Twitter-Account wächst, der Instagram-Account wächst, selbst der Snapchat-Account wächst. Aber ich denke immer, Snapchat ist, bis auf Community-Aktionen, die man damit sehr gut machen kann, halt sonst irgendwie voll unnötig und irrelevant. Weil die Sachen sind ja weg, die man postet irgendwann. Das ist irgendwie Schwachsinn. Wenn man was teilen möchte mit der Welt, schwierig. Ja, soweit so gut. Kommt zum Stream, habt Spaß, habt Freunde, kackt euch nicht so viel ein. Kackt bitte um Himmels Willen nicht so viel in die Ecken, okay? Noch eine kleine wichtige Info am Rande. Viele fragen mich, warum man mich anwispern muss, wenn man Skins gewinnt. Es ist ganz einfach. Ich schreibe mir den Gewinner auf, wie er auf Twitch heißt. Die Leute bekommen ja auch live mit, wer gewonnen hat, zumindest wie er heißt. Das heißt, jeder kann sich in Steam umbenennen, mich anschreiben und sagen, hey, ich habe gewonnen, gib mir den Skin. Die meisten Leute heißen auf Twitch zum Glück nicht so wie auf Steam, sondern meistens so ein bisschen anders oder manchmal komplett anders. Ohne die Whisperung mit eurem Steam-Namen und vor allem auch, was ich manchmal dann auch noch erfrage, wenn ich mir unsicher bin mit Steam-Bild,
also euer Profilbild, weiß ich nicht, ob sich nicht einfach jemand umgenannt hat. Den Fall hatten wir nämlich schon. Es hat sich jemand wie der Gewinner genannt, also so wie er auf Twitch hieß, hat mich angeschrieben und gemeint, hey yo, ich bin der Gewinner, gib mir den Skin. Da bin ich aber direkt skeptisch geworden, weil mich der Gewinner nicht angewispert hatte. Und siehe da, es war nicht der Richtige. Es war einfach jemand, der es mitbekommen hat, wer gewonnen hat. Und dann es öffentlich im Stream steht und ich es auch ausspreche, weiß das halt jeder, wie die Leute heißen, die gewinnen. Dann hat er sich umgenannt und wollte den Skin haben. Also deswegen gibt es die Skins nur noch, wenn man mich angewispert hat. Wer mich nicht angewispert im Stream, nach dem Stream, ihr habt noch tagelang Zeit, ich hatte noch keine Zeit festgelegt, aber ne, da muss ich meine festlegen. Wer mich nicht anwispert, bekommt den Skin nicht, den er gewonnen hat. Ganz einfach, weil ich sonst den Skin an irgendjemanden verschenke und dann ist das Geheule groß, wenn das rauskommt, dann, wie kannst du das nur machen, du musst besser aufpassen, ey. Das wollte ich dann mal kurz sagen zu den Whisperungen, ne, weil manche gefragt haben, was ich denn, warum und hin und her. Natürlich ist es auch nicht zu 100% sicher. Aber sicherer wie nix. Ich? Falls euch dieses Rumlauf-Video wieder zugesagt hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ne? Man sieht sich im Stream. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Abspann. Oh nein. Ist aber gut.